Oh Gott, Mia, Gott sei Dank. Oh. Oh. Mia. Mia. Es wird mal wieder Zeit, dich sauber zu machen. Komm, Schatz. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, das Intro hat euch gefallen und euch schon so einen kleinen Hinweis gegeben, worum es heute geht. Es geht heute um Mia Mops, und zwar um ihre Pflegeroutine, damit sie mir nicht zum Wurm wird oder mir irgendwelche Würmer ins Haus schleppt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich habe die Pflegerituale von Mia Mops in drei Kategorien geteilt. Und zwar fange ich an mit den täglichen Ritualen, dann mit denen, die ich so alle paar Wochen mal mache und die, die so vierteljährlich anstehen. Und ich beginne natürlich mit den täglichen Pflegeritualen. Wie bei uns Menschen auch sammelt sich der Schlaf in den Augen oder Matze oder Schleim, wie ihr es auch immer nennen wollt. Mia versucht das zwar immer selbst so ein bisschen wegzumachen wie eine Katze, aber ich helfe ihr da ein bisschen. Und von daher reinige ich jeden Tag die Augen von Mia Mops und vor allem die Partie darunter. Denn durch die Falten bedingt sammelt sich hier unter den Augen ja die Tränenflüssigkeit. Und von daher ist das immer ein bisschen feucht und das fängt dann immer so an zu muffeln. Deswegen nehme ich da spezielle Augenreinigungspads, die gibt es in jedem Tierbedarf, und ja, dann reinige ich hier die Augen. Das einzige meiner Rituale, das jetzt ja so ein bisschen mehr auf die Knautschgesichter zutrifft, ist die Reinigung der Nasenfalte. Ja, das ist nicht so gut für die Hunde, weil sie dadurch schlechter atmen können. Mia ist da Gott sei Dank etwas verschont geblieben. Mittlerweile werden Möpse aber auch wieder so gezüchtet, dass die Nase ein bisschen weiter hervorsteht und ja, die Falte nicht über die Nase hängt. Bei mir geht das allerdings noch. Nichtsdestotrotz reinige ich täglich die Nasenfalte und da gehe ich auch erstmal mit so einem leicht feuchten Tuch durch und dann gebe ich etwas Zinksalbe auf einen Q-Tip und fahre einmal durch die Nasenfalte und danach mache ich das nochmal mit einem trockenen, aber mit einem weichen Tuch gehe ich nochmal durch und entferne die Reste. Ich habe auch schon mehrere Salben versucht, auch Wundsalbe, aber das ist eher kontraproduktiv. Dadurch bleibt die Falte eher feucht und dadurch entstehen nur mehr Bakterien, was dann wieder dazu führt, dass sie so müffelt im Gesicht. Mit der Zinksalbe fahre ich ganz gut, die gibt es ganz günstig in der Drogerie oder auch in der Apotheke. Und die ist so ein bisschen antibakteriell und hält die Haut auch nicht feucht, sondern trocknet das Ganze aus. Der eine oder andere, ich zum Beispiel auch, wenn ich mal einen Pickel habe, mache ich das auch auf die wunde Stelle und das hemmt die Entzündung. Mia Mops hat Gott sei Dank keine großartigen Probleme mit den Ohren. Ich hatte mal einen Zwergschnauzer und das war wirklich sehr, sehr schlimm. Die waren immer schmutzig und immer wund. Und das Ganze ist Mia Mops Gott sei Dank erspart geblieben. Das heißt, ich muss nur so alle zwei Wochen mal so ein bisschen die Ohren reinigen. Dann nehme ich auch ein leicht feuchtes Tuch und reinige so die Ohren außen und ganz leicht im Gehörgang. Ihr solltet niemals mit einem Q-Tip in die Ohren des Hundes gehen, denn da könnt ihr sie echt verletzen. Auch Mias Pfoten mache ich mehrmals am Tag sauber. Sie macht das zwar auch selbst, wie ihr hier seht, aber ja, ihr wisst ja, das nicht alle. Ich mache das. Auf jeden Fall mache ich immer Mias weg. Aber es gibt genug Leute, die es nicht machen. Und Hunde treten, glaube ich, nicht so oft in Hundekacke wie Menschen, weil sie das ja so ein bisschen riechen. Aber nichtsdestotrotz, es kann mal passieren. Und ansonsten möchte ich nicht wissen, wo sie da überall rumläuft und durch was sie läuft. Von daher mache ich ihr immer die Pfötchen sauber, wenn wir nach Hause kommen. Und ja, den Rest erledigt sie dann.
Jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag wird Mia Mops gebürstet und das genießt sie so richtig. Also ihr könnt das ja hier sehen, sie entspannt da total und mag das ganz gerne. Ich kämme auch oft gegen den Strich. Ihr müsst aber aufpassen, das mag nicht jeder Hund und ich glaube dem einen oder anderen Hund tut es eher ungut. Aber Mia Mops mag es ganz gerne und vor allem bekomme ich da schön dieses Unterfell raus. Und ihr seht ja hier, was da so alles abgeht. Von daher, jeden Tag oder jeden zweiten Tag wird Mia Mops auch von mir gebürstet. Zum Ritual, das eher wöchentlich geschieht oder sagen wir mal so alle 3 bis 5, 6 Wochen, je nach Bedarf, zählt das Baden. Ich bin keiner, der den Hund ständig badet, nur weil er möchte, dass der Hund gut riecht. Denn die Haut der Hunde ist nicht darauf ausgelegt, ständig zu baden. Und ja, die Haut produziert so einen bestimmten Fettfilm, um ja die Haut und das Haar so ein bisschen zu schützen. Und wenn man das ständig reinigt mit irgendwelchen Shampoos, ist das nicht so gut für die Hunde. Und von daher bade ich Mia nur so alle 1,5 Monate, je nachdem. Wenn wir aber spazieren waren und es war super brabbelig draußen und schlammig, dann natürlich öfter. Aber ansonsten reicht es vollkommen, ja, alle paar Wochen. Kommen wir nun zu der Routine, die so alle 3 bis 4 Monate erfolgt. Das heißt, 4-mal im Jahr gehe ich zum Tierarzt und lasse mir dort ein Entwurmungsmittel verschreiben, denn das kann ganz schön gefährlich werden, nicht nur für den Hund, sondern auch für die Besitzer. Würmer werden über Kot anderer Tiere und andere Dinge übertragen und somit werden die dann ins Haus geschleppt. Das kann wirklich gefährlich werden, vor allem wenn man Kleinkinder zu Hause hat. Über den Hund können Würmer verbreitet werden wie Bandwürmer und noch ganz andere unschöne Dinge, die wirklich auch gefährlich sein können, also wirklich gesundheitsschädigend. Von daher ist es wirklich gut, präventiv vorzusorgen. Das heißt also, alle 3 bis 4 Monate, also vierteljährlich, zum Tierarzt zu gehen, um sich dort ein Entwurmungsmittel verschreiben zu lassen. Die sind auch echt nicht teuer. Hier zeige ich euch mal, wie ich Mia Mops dann zu Hause so eine Tablette gebe. Das ist eine Kautablette und die schluckt sie im 0, nichts runter. Naja, vielleicht beißt sie einmal drauf. Auf jeden Fall ist dann die Sache gegessen und wir können wieder ganz unbesorgt miteinander schmusen und knuddeln und so weiter. Und das waren meine Pflegerituale. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wurde ja schon mehrmals von euch danach gefragt. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn wir zusammen eine Aktion starten, nämlich mit dem Hashtag I love my pet. Und es wäre toll, wenn ihr mir Fotos schickt von euren Haustieren. Also macht den Hashtag Obacht und I love my pet. Ich bin gespannt, welche Haustiere ihr zu Hause habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch dann ja eure Pflegerituale mit darunter schreiben. Ich bin gespannt, wie ihr euch um eure liebsten Tiere kümmert. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.